Pierre, es wurde extrem viel geschrieben, extrem viel geredet über die Situation bei euch. Es hieß jetzt am Ende, die Mannschaft hätte sich dazu entschieden, nicht mehr aufzulaufen, den Spielbetrieb einzustellen. Sag uns nochmal, warum das so war. Also da muss man auch ein bisschen korrigieren, das war nicht so. Der Vorstand hat uns eine Forderung gestellt, dass wir auf unser Gehalt verzichten sollen und da auch etwas unterschreiben sollen. Ansonsten würden sie die Mannschaft abmelden. Also wir hätten weitergespielt, wir wären auch weiter aufgelaufen, aber es ist dazu gekommen, dass wir gesagt haben, nein, wir akzeptieren die Forderungen vom Vorstand nicht und daraufhin haben sie uns halt abgemeldet. Jetzt konnte man auch häufig lesen, Thorsten Legert sollte ja kommen, sollte die Mannschaft als Trainer übernehmen. Und dann hieß es ganz häufig, entweder ihr verzichtet auf Gehalt, damit man Legert finanzieren kann, oder man lässt es eben komplett sein. Inwiefern stimmt das, inwiefern stimmt das nicht? Klär uns da nochmal ein bisschen auf. Also die Thematik, die wurde ja schon oft behandelt. Es war nicht so, dass der Herr Legert von unserem Gehalt bezahlt werden sollte, sondern er wäre durch einen externen Sponsor bezahlt worden. Das heißt, das hätte uns gar nicht getroffen. Der Verzicht des Gehalts ging darum, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Und das war eigentlich die grundlegende Sache. Deswegen muss man das auch ein bisschen klarstellen, dass der Herr Legert wirklich nur helfen wollte und das auch ehrenamtlich, sag ich mal, in Anführungszeichen gemacht hätte, beziehungsweise vom externen Sponsor bezahlt worden wäre. Und dass er jetzt so ein bisschen dahingestellt wird, dass er den Verein kaputt gemacht hat, das ist halt nicht so die feine Art und deswegen muss man das klarstellen. Jetzt hast du schon erklärt, auf euer Gehalt verzichten müssen, hättet ihr so oder so, ob Legert oder nicht Legert. Jetzt hätte man ja auch sagen können, okay, wenn wir darauf nicht eingehen, wenn wir nicht auf unser Gehalt verzichten, dann wird der Spielbetrieb eingestellt, dann spielen wir nicht. Ihr hättet aber auch sagen können, ihr verzichtet auf euer Gehalt und spielt trotzdem. Also es wäre ja finanziell für euch das Gleiche gewesen, aber ihr hättet zumindest, sagen wir mal, dem Verein vielleicht ein bisschen helfen können, indem ihr den Spielbetrieb aufrechterhaltet und euch vielleicht sogar selbst als Spieler in den Fokus rücken können für andere Vereine. Warum war das jetzt keine Option für euch? Also wie ich schon gesagt habe, in den letzten Wochen und Monaten sind viele Sachen vorgefallen, die dann das Vertrauensverhältnis auch ein bisschen beschädigt haben. Und das war jetzt der letzte Punkt, dass es wie eine Pistole auf der Brust war und wir wollten uns jetzt, ich will jetzt nicht sagen, nicht erpressen lassen, aber das hat schon einen miesen Beigeschmack gehabt, deshalb haben wir uns dazu entschieden, den Weg nicht zu gehen. Erklär uns nochmal, was genau oder was konkret sind deine Vorwürfe gegen den Verein? Vorwürfe ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist halt, wie gesagt, wir haben wirklich 4 Wochen das Training selber gemacht. Wir sind nach der letzten Saison, wo auch einige Spieler uns verlassen haben, haben wir gesagt, nein, wir bleiben, wir stehen mit euch in der Zeit durch. Und dass dann wieder was Neues kommt und uns dann, keine Ahnung, ich glaube, das war 2 Tage nach Transferfensterschluss, dass uns dann gesagt wird, ja, so wie es aussieht, ist jetzt hier vorbei. Beziehungsweise wir müssen erstmal gucken, ob wir es weitermachen können. Das ist halt eine Sache, die nicht geht. Also das fanden wir alle nicht in Ordnung. So, nach der Spielersicht wollen wir natürlich auch die Sicht des Vereins hören. Bertram W., die erste Mannschaft mussten Sie vom Spielbetrieb abmelden. Sagen Sie mal, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Warum musste man überhaupt diesen Schritt ergreifen und den Spielern sagen, wir müssen euer Gehalt kürzen, sonst läuft hier nichts mehr? Naja, unser Fußballvorstand hat uns Anfang September mitgeteilt, dass er seine Ämter niederlegt und aufgrund dessen uns die finanzielle Basis auch entzogen worden ist diesbezüglich und wir mehr oder minder vor einem großen Trümmerhaufen gestanden haben, wo wir ganz schnell eigentlich gesehen haben, es ist unsere Grenze erreicht und wir können es nur stemmen, wenn die Spieler auf einen Teil ihres Geldes verzichten. In der Verbindung mit Thorsten Legert war es dann eben halt einfach so, dass der Thorsten Legert uns über einen Sponsor angeboten worden ist, wir auch auf dieses Angebot zurückgegriffen hätten, unter der Prämisse, dass die Spieler auf ihr Grundgehalt anteilmäßig verzichten. Ich habe dann ein Modell entwickelt, habe gesagt, Thorsten Legert ist medial sehr wirksam, bringt mehr Zuschauer, bringt eventuell Sponsoren mit und. Und wir hätten dann die überschüssigen Gelder, die dann darüber eingenommen worden wären, hätten wir zurück an die Spieler wieder ausgeschüttet. Das war das Modell, was ich den Spielern vorgestellt habe und was die Spieler dann letztendlich oder ein Teil der Spieler zumindest abgelehnt hat. Haben Sie so ein bisschen Verständnis für die Spieler, dass die sagen, von einem Tag auf den anderen wurde denen sozusagen die Pistole auf die Brust gesetzt, wie der Pierre Nowitzki mir gerade gesagt hat,
und dass sie dann eben, dass dann so ein bisschen das Vertrauensverhältnis für die zerstört war. Haben Sie dafür so ein bisschen Verständnis? Natürlich, das Vertrauensverhältnis war sicherlich schon gestört. Das war schon zerstört, als der Abteilungsvorstand zurückgetreten ist, weil der also auch mit großen Versprechungen die Saison auch gestaltet hat und gestartet hat. Und die Spieler haben sich natürlich darauf verlassen. Nur Fakt ist auf jeden Fall, dass wir als der Notvorstand oder jetzt der Ersatzvorstand überhaupt nichts für die Situation können, denn das haben ja andere Leute provoziert. Kommen wir nochmal zum Thema Legal, haben Sie ja schon angesprochen. Inwiefern hatte diese Forderung auf Gehalt zu verzichten mit Thorsten Legert zu tun? Ja, leider ist das, finde ich, medial völligst daneben geschildert worden. Letztendlich hatten wir zu dem Zeitpunkt schon mal den Entschluss gefasst, dass wir die Mannschaft zurückziehen. Aber wir haben diesen Entscheid wieder gekippt und haben gesagt, du, der Thorsten Legert, der kostet uns nichts, den bezahlten Sponsor. Wir wären ja dumm, wenn wir auf das Angebot nicht eingehen würden. Der bringt uns Zuschauer, der bringt uns mediales Interesse, der bringt auch eventuell wieder Freunde, Gönner des Vereines zurück. Wir wären ja dumm, wenn wir darauf verzichtet hätten, auf diese ganze Geschichte. Und ich finde das nachher total unfair, dass da in der Öffentlichkeit dann geschildert worden ist, die Spieler müssen auf ihr Gehalt verzichten, weil Thorsten Legert kommt.